Ja, hallo und guten Morgen zusammen. Ja, hier geht's weiter. Selbstliebe ist ja mein heutiges Thema und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin. Ich bin hochsensibel und hochsensitiv und ich lebe seit nunmehr über 22 Jahren alkohol- und drogenfrei. Ja, und Selbstliebe ist natürlich ein Thema, immer wieder auch für mich persönlich. Und wenn ich hier so ein expressives Porträt male, dann ist es im Endeffekt, ja, das ist eine Annäherung an mich selbst. Es bedeutet, ja, so ein liebevoller Blick, Innenschau, nach innen gehen und mal so gucken, was sind denn da für Gedanken in mir? Ja, ich glaube, das ist so mal der erste Punkt, mal zu überprüfen, wie denke ich über mich? Und heute Morgen, ich habe auch ein bisschen Literatur, ein bisschen nachgelesen. Heute Morgen habe ich mir dann wundervolle Gedanken geschenkt. Und zwar, die möchte ich gern teilen. Ich erlaube mir heute, glücklich und unbeschwert den Tag zu genießen. Das erlaube ich mir einfach. Ich verdiene nur das Beste. Ich mag mich so, wie ich bin. Mit allen Ecken und Kanten. Ich erlaube mir heute Entspannung. Und was auch immer wieder hilft, also was mir persönlich auch hilft, ich erlaube mir Fehler. Und das ist genau das, was so wundervoll ist beim intuitiven Malen. Ich kann, ich darf Fehler machen. Es ist wurscht. Ich lerne aus diesen Fehlern. Ja? Die Bilder, wenn ich nicht an diesen Fehlern, oder ich bin jetzt kein Fan, Fehler ist für mich nicht negativ, sondern eher positiv. Ich lerne ja daraus. Und das kann man wunderbar voll üben auf der Leinwand. Und heb deine eigenen Merkmale hervor, wenn du dich liebevoll darstellst. Was sind deine Merkmale, deine Stärken? Was macht dich aus als Mensch? Welche wundervollen Seiten hast du? Notier sie dir. Das ist auch eine ganz wundervolle Übung, nämlich zu schreiben und mal wirklich zu notieren, welche tollen Merkmale und Eigenschaften mich ausmachen. Ja, und bei mir persönlich beginnt Selbstfürsorge, Selbstliebe am Morgen. Also ich liebe den Morgen, ich liebe die Stille, ich liebe es, mir zuzuhören, einen Kontakt herzustellen mit meinem höheren Selbst, auf meine Gedanken zu achten, friedliche Gedanken aufzunehmen. Und dafür ist für mich der Morgen perfekt. Also guck mal bei dir, an welchem oder wie, zu welcher Tageszeit du gerne mal meditierst, Affirmationen aufschreiben, Affirmationen, schöne Affirmationen auch dir zu schenken und überprüf mal liebevoll deinen Tag. Wann es passt für dich. Ja, wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat,
dann schenk mir gerne einen Daumen hoch und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Hier auf diesem Kanal geht es mit den nächsten Videos auch weiter zum Thema Selbstliebe und natürlich Loslassen. Selbstliebe hat auch viel mit Loslassen zu tun. Das eine bedingt das andere. Negative Gefühle loslassen, Gedanken loslassen, Neues aufnehmen, das ist Selbstliebe. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und interessant hier. Für hochsensible Frauen. Ja, hier geht's weiter mit Else. Das ist ja ein typisches Else-Bild. Else ist mein persönlicher Avatar und erschien mir, glaube ich, das erste Mal 2014 in Form von Bildern, von gemalten Bildern. Und es ist somit auch immer ein Weg oder ein Thema Selbstliebe. Else und Selbstliebe gehören irgendwie oder sind eng miteinander verknüpft. Ja, wie beginnst du nun deinen Morgen? Welche Gedanken kommen dir am Morgen? Wenn du magst, teile es gerne. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informier dich über Workshops, Seminare oder eine mögliche Zusammenarbeit mit mir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen und ich würde sagen, bis nächste Woche. Pfiat dich!